Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zu Matchmaking for the Win. Wir sitzen im Lux Tier 4 Scout der Deutschen und wir sind auf dem gesamten Schlachtfeld hier der einzige Vierer. Dass der Lux Scout Matchmaking hat, das wissen wir. Er sieht also auch Achter. Aber dass ich als einziger Vierer hier reingematcht werde, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so witzig. Aber gut, wir sind auf Kloster. Lux, ein sehr schnelles Fahrzeug, 60 Kilometer pro Stunde, sehr, sehr wendig und ist ein mit der Top Gun ein Autoloader. Hier werden jetzt 5 Kugeln angezeigt, es sind aber insgesamt 10, also mit jedem Schuss rotzt er 2 Kugeln raus. Und hat dabei einen Pen von 95 und einen Alpha pro Kugel von 30. Das ist jetzt für Tier 4 und Tier 5 auf jeden Fall richtig geil. Die Genauigkeit von 0,5. Und ansonsten, ja, Arti, ich weiß, dass du hier eingezielt warst. Sekunde und Zielerfassung, das ist auch ziemlich gut. Was ein bisschen, wo man ein bisschen aufpassen muss mit dem Fahrzeug, ist, wenn man einen Gegner zirkelt, denn der Turm dreht sich ein bisschen langsam. Das ist wirklich schwierig. So, da ist jetzt ein Chiri. Kommen wir irgendwie an den ran? Das ist natürlich ein Siemer. Wenn der hier vorfährt, können wir ihn auf jeden Fall in die Seite schießen. So, da sind wir leer. Aber wir haben ihn angezündet. Haben wir ihn angezündet? Ich weiß gar nicht. Sieht dann. Ja, haben wir. Sehr gut. Dafür ist der Lux auf jeden Fall gut. Und jetzt haben wir natürlich da oben den IS. Kommen wir auf den drauf? Nee. Das ist jetzt hier echt eine schwierige Situation, denn wir sind hier alleine. Wir haben zwar noch den dicken Max als Update. Oder als Backup, nicht als Update. Aber auf den IS. Den kriegen wir jetzt auch mal nicht so ohne weiteres hier raus. Die rechte Seite ist jetzt hier komplett schon. Komplett down. So. Dem haben wir ein bisschen geärgert, den Skoda. Und jetzt kommt hier der 12-Tonner von hinten. Ich bin leider noch 4 Sekunden im Reload. Und den da zu treffen. Ne, das wird nichts. Da muss ich nochmal nachladen. Das wird jetzt echt blöd hier. Shit, wir sind jetzt auch offen. Und die Runde wird großartigst verloren gehen. Ich rette mich jetzt erstmal nach vorne, weil alles andere ist hier mehr oder minder sinnlos. Ja, wir sind schon wieder offen. Au, ein AT-15A. Und ein Skoda. Den wir noch rausnehmen können. Sehr schön. Boah. Warum der AT-15 hier nicht auf uns schießt, verstehe ich allerdings nicht. Oh Gott, der IS ist ja noch hier oben. Well. Ja. Wir haben ihn noch einmal getroffen, wenn er, mit bisschen Glück hätten wir ihn sogar noch rausnehmen können, aber es war trotzdem eine witzige Runde. Wir haben gesehen, dass wir auch als einziger Vierer für einiges gut sind. Die Arti hier, die Hunge, schlägt sich tapfer, aber die Runde wird auf jeden Fall verloren gehen, der Japan-Tiger. Naja. Ich hätte noch ziemlich gefeiert, wenn wir den IS noch rausgenommen hätten. Den hätten wir sogar im Heck penetrieren können. Aber na gut, man kann natürlich nicht alles haben. So, die Arti, die zweite oder die dritte,
flüchtet jetzt hier vor dem Tiger 1 und ich glaube, dass der Japan-Tiger mit seinen 38 Hitpoints hier nicht viel zu lachen haben wird. Er bekommt sogar noch einen Schuss raus, aber ich glaube, der Japan-Tiger schießt einen Ticken langsamer als der normale Tiger 1. Nicht viel, aber es ist ein bisschen, glaube ich. Er hat tatsächlich Glück, wird hier von der Crusader SP gerettet. Schöner Move. Und jetzt gucken wir doch mal, was unser IS hier macht. Seine Aufgabe ist es eigentlich hier nur Spotting zu betreiben. Oh Gott, und der hat nicht die Top Gun, so wie das aussieht. Das ist natürlich nicht gut. Und er ist jetzt hier auch Proxy offen durch den ELC. Und lass dich ja nicht rauslocken. Du stehst ja auch schlecht für die RT. Die M44 kann da bestimmt mit bisschen Glück hinwirken. Ah, die Crusader SP schießt auch, aber sie kommt da halt nicht rum. Ja, der IS hat sich jetzt hier in eine ziemlich bescheuerte Situation rein verfrachtet, denn er ist ja Proxy offen. Sobald er da um die Ecke fährt, wird er vom AT-15 aufs Korn genommen. Und wo jetzt der IS aus dem Kloster ist, da haben wir ihn doch, den Kollegen. Das ist jetzt hier eine ganz spannende Situation. Ja, die Crusader ist natürlich jetzt feuerbereit, aber die müssen halt rumkommen. Und ich glaube, dass jetzt wird die Crusader schießen, oder? Nicht go, go, go. Ja, die Crusader steht falsch. Aber schön. Schönes Ding. Der ELC macht es absolut richtig. Er zieht sich jetzt hier aus dieser Situation zurück. Er kann da nur verlieren. Er muss da jetzt versuchen, über Reichweite zu spielen. Da ist der AT-15. Ah, der kettet ihn. Und ja, jetzt muss die Arti das machen. Und da nimmt der AT-15 den Japan-Tiger raus. Das war jetzt kein schlauer Move. So, Arti, noch zwei. Oh, nice. Er kann da Schaden bei ihm machen. Er trifft wohl die Capola. Warum bleibst du nicht so stehen? Ach so, wegen dem ELC. Lol. Oh Gott, der ELC ist jetzt das Problem. Das muss die Crusader machen. Die kann da hinwirken. Wie ist er denn da hingekommen? Höchstwahrscheinlich durch die Mitte oder so. Ohne dass die Crusader ihn gefunden hat. Das ist jetzt spannend. Kommt man da auf F3 hoch? Ich dachte, da kommt man nur runter. So, wir gucken mal auf die Arti. Die muss jetzt den Glückstreffer landen auf den ELC. Spannende Runde. Ja, okay. Ja, Crusader. Wie wär's denn mal mit bewegen? Der ELC hat dich aufgemacht. Ich hätte mich ehrlich gesagt auch da drüben hingestellt. Da ist er. Schuss. Nice. Also die Eier zu haben, da jetzt stehen zu bleiben, obwohl der ELC schon einmal geschossen hat. Meine Fresse. Oh, ELC. Wer sagt denn, dass die Crusader schneller aimt als du? Sie hat vielleicht einfach nur Glück gehabt. Unglaublich. So, da ist die M44 und der AT-15. Alter, ja, jetzt wird's witzig hier. Jetzt wird's absolut witzig. Die Crusader bewegt sich, das heißt, die kann im Moment dem IS keinen Support liefern. Der ELC reportet, die Crusader war ja Arti-Hast. Ja, das ist leider kein Grund. Das ist leider kein Grund. So, die Crusader muss jetzt mal irgendwie hier schießen. Und am besten treffen auch noch. Die muss jetzt das Gefecht ihres Lebens machen. Komm schon. Oh nein! Aber der AT-15 ist auch hier geblieben. Lass dich ja nicht. Na, das ist doch. Oh lol, die verschießen beide. Oh Mann, was für eine. Jawoll!
Der IS nimmt den AT-15A raus und jetzt ist es eigentlich... Oh, die verschießt nochmal. Fahr zurück. Fahr zurück. 16 Sekunden, die Crusader. Jetzt, jetzt, jetzt. Nein. Der IS geht hier noch raus. Na, okay, sie verschießt. Das war's. Wir gewinnen diese Runde noch. Leider verschießt auch die Crusader jetzt am Ende nochmal. Aber das ist völlig egal. Die M44 hat sich den Schuss rauslocken lassen. Und damit, ja, geile Runde. Wir sind zwar relativ früh dann rausgegangen, aber wir haben auf jeden Fall mit 1200 Schadenspunkten. Ja, so macht man ein Panzerass im Lux. Man brennt einfach jemanden an und nimmt einfach einen 6er und einen 7er raus. Wir haben 1216 Schadenspunkte gemacht, 2 Kills, 953 Erfahrungspunkte bekommen wir damit. Leider haben wir scout-technisch nicht wirklich viel gemacht, 175. Das ist jetzt auch, muss man sagen, auf Kloster ein bisschen schwierig. Wir hätten natürlich mutig hochfahren können, aber ihr habt gesehen, was passiert wäre. Dann hätten wir nämlich den T25 und den IS gegen uns gehabt und absolut keine Unterstützung. Das war also in meinen Augen die richtige Entscheidung, da unten stehen zu bleiben. Wir gucken trotzdem nochmal in eine zweite Runde mit dem Lux. Ich mag den wirklich sehr, der ist sehr witzig. Und der ist halt auch, naja, es ist so ein, es ist kein hundertprozentiger Scout, würde ich mal behaupten, denn man kann auch ordentlich Schaden mit dem machen. Also ich fahre den eher tendenziell so ein bisschen wie ein Medium, aber ihr wisst auch, dass ich kein Scoutfahrer bin. In dem Sinne sehen wir uns gleich zur zweiten Runde wieder. Zweite Runde im Lux. Wir sind diesmal Top-Tier. Das heißt, wir müssen wirklich aggressiv fahren, um einerseits Schaden abzubekommen, andererseits zu spotten. Und die Runde wird höchstwahrscheinlich ziemlich schnell. Wir sind auf Fischerbucht. Und ich fahre mal da, wo ich ungefähr hinziele, an die Straße in einem First-Spot-Busch. Das mache ich immer ganz gerne. Ja, wenn der Lux Top-Tier ist, dann ist das Ding echt übel. Man muss halt seine Hitpoints verwalten und seine Panzerung, aber sobald man in die Lage kommt, die Panzer rauszuklippen einzeln, ist das Ding echt ein Monster. Denn man hat auf jeden Fall keine Penetrationsprobleme auf der Tierstufe. Mit 95 bzw. 110 Pen mit APCA. So. Gucken wir doch mal, was wir hier finden. Ob irgendjemand Richtung Stadt fährt. Okay, wir sind schon mal offen. Das finde ich jetzt spannend. Eine Art hier. Ich finde es echt interessant, dass wir jetzt hier aufgegangen sind. LTP. Okay, ja, der hat uns jetzt wieder aufgemacht. Wir fahren jetzt einfach mal hier ein paar Runden. Und warten mal so ein bisschen ab, wie sich die Runde hier entwickelt. Vor allen Dingen, wo dann so die einzelnen Gegner aufgehen. Der LTP war irgendwo da. Da ist eine Mathilda, auf die kommen wir nicht. Da ist noch der T28, auf den hätten wir jetzt schießen können, aber bleibt er stehen. Okay. Wir laden mal nach. Sehr gut. Das war jetzt nicht ganz so viel Schaden. Nur 2 Kugeln versenkt, aber Schaden bleibt Schaden. Wir fahren jetzt hier eine Ehrenrunde, um nachzuladen. Und dann gucken wir mal, wie wir da weiter unterstützen können. Zum Beispiel den T28. Sehr gut, dem haben wir 2 Sachen kaputt gemacht. Ich ziehe mich hier wieder ein Stück zurück, um nachzuladen. Wow, 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 wow. Da schießt jemand mit Gold. Und der ist aber jetzt leer.
Das tut weh, mein Freund. Oh, da hätten wir fast einen eigenen getroffen. Das war keine gute Idee. Wir sind nochmal am Nachladen. Und jetzt gucke ich mal, dass ich diesen Medium 3 da finde. Da ist er doch. Sehr gut. Und er geht raus. Jetzt heißt es Run for the Arty. Ich glaube, der Keho nimmt jetzt den T2. Schafft er das? Ja, er schafft's. Wir haben jetzt hier noch ein paar Sachen, die nicht offen waren. Noch ein T28, M3 Lee. Könnt ihr mir vorstellen, dass die irgendwo da oben stehen? So, mein Freund. Ah, du fährst in die Düne rein, aber du kommst da auch irgendwann wieder raus. Oben steht ein T28, auf den kommen wir nicht. Gut, dann holen wir uns mal den T50 hier. Oh, nein, 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 nein. Jetzt wären wir hier fast rausgegangen. Sehr gut. Immerhin noch ein bisschen Schaden gemacht. Wir sind im Reload, wir können ihn nicht rausnehmen. Da ist die Arty. Die ist auch unsere. Also was heißt unsere? Haben wir unseren ersten Kill. Und ich glaube, auf den M3 Lee kriegen wir nicht noch was raus. Der geht jetzt auch raus. Sehr gut. 780 Schaden haben wir gemacht. Auch hier werden wir wohl relativ wenig aufgeklärt haben. Wir gucken es uns gleich nochmal an. Es war eine zweite Klasse. Ja, wir haben zwar den Arty und den LTP aufgeklärt, aber es hat niemand drauf geschossen. Was haben wir denn so dem Medium kaputt gemacht? Turm und Kette, dem T50 Munitionslager und dem T28 Winkelspiegel, Fahrer und Funker. Das ist hart. Tja, wir sind vom Schaden her auf Platz 1, 833 Schadenspunkte und 617 Erfahrungspunkte. Ein Kill ist jetzt keine Mega-Ultra-Runde gewesen wie die vorher, aber sie war auf jeden Fall schön runtergespielt. Ich mag auch Fischerbucht als Karte, muss ich sagen, sehr gerne. Wir haben gesehen, dass der Lux doch ein sehr, sehr starkes Fahrzeug ist. Ich spiele ihn halt mehr als, also tendenziell Richtung Medium. Klar, ich versuche auch mit ihm zu spotten. 19.000 Credits. 926 XP. Aber ihr seht schon, ich habe zum Beispiel die entspiegelten Optiken bei den drauf und nicht das Schernfernrohr. Ich spiele ihn, also wenn ich ihn als Scout spiele, auch eher als Aktiv-Scout. Das finde ich halt mit ihm sehr angenehm. Er ist halt wirklich schnell mit 60 Kilometern pro Stunde und er hat auch ein Leistungsgewicht von 27 PS pro Tonne. Das heißt, er ist wirklich schnell auf seinem Topspeed und auch die Wendegeschwindigkeit ist ziemlich hoch. Da muss man teilweise sogar richtig aufpassen, dass man sich da nicht verfährt, sage ich mal. Ansonsten habe ich Lüftung und das Tarnnetz dabei. Tja, Lux Tier 4, leichter Panzer der Deutschen. Ich finde, gerade mit der Autoloderkanone ist das Ding richtig ultra geil und ultra stark. Und was sagt ihr zu ihm? Gefällt euch der Lux, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare oder sagt ihr eher, nee, es gibt andere Panzer in der deutschen Linie, also andere leichte Panzer bei den Deutschen, die mir besser gefallen. Dann schreibt es auch gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.